Die letzten Saugroboter, die ich euch von EcoWax vorgestellt habe, lagen alle in einem Preisbereich von weit mehr als 1000 Euro. Heute wird es, zumindest bei einem Modell, deutlich günstiger, denn ich möchte euch heute nicht nur ein neues Modell vorstellen, sondern zwei, die aus der gleichen Baureihe stammen. Ich rede hier zum einen vom D-Bot T10 Plus, auf der anderen Seite vom D-Bot T10 Turbo, die definitiv viele Gemeinsamkeiten mit der Spitzenklasse, nämlich den X1 Modellen haben. Welche technischen Daten beide Sauger besitzen, wie die Key-Features aussehen und wie gut sie letztendlich auch saugen bzw. wischen können, das möchte ich euch in den nächsten Minuten meines Videos zeigen. Nun wünsche ich euch aber, wie gewohnt, viel Spaß! EcoWax bietet in der neuen T10-Familie insgesamt drei Modelle an. Den T10 Turbo als Spitzenmodell für 1099 Euro, den T10 Plus mit 899 Euro als mittleres und den ganz normalen T10 mit 699 Euro als Einstieg in die neue Serie. Die Unterschiede zwischen dem T10 und dem T10 Plus sind relativ einfach. Der Sauger ist an und für sich baugleich, besitzt identische Daten und gleiche Funktionen. Beim Plus-Modell gibt es lediglich eine Absaugstation dazu, die hier schließlich mit 200 Euro Mehrpreis zu Buche schlägt. Ein größerer Unterschied besteht dann schon zwischen dem T10 und T10 Plus mit dem Turbo, da letztgenannter nicht über eine vibrierende Wischplatte verfügt, sondern über zwei rotierende Wischmops, wie man sie auch aus der X1-Serie kennt. Hinzu kommt, dass der Turbo ebenfalls eine Station besitzt, hier allerdings nicht zum Absaugen des Drecks aus dem Staubehälter, sondern zum Reinigen und Trocknen der Wischtücher. Zusammenfassend also, T10 kann per Vibration auch wischen, besitzt aber keine Absaugstation. T10 Plus gleiche Funktion, hier allerdings mit Absaugstation, T10 Turbo mit rotierenden Wischmops und einer Waschstation, die allerdings keinen Staub absaugen kann. Die Abmessungen des T10 und T10 Plus belaufen sich auf 35,3 cm im Durchmesser, 10,3 cm in der Höhe bei einem Gewicht von 4,3 kg. Der Turbo ist mit 36,2 cm minimal größer im Durchmesser, besitzt aber ebenfalls eine Höhe von 10,3 cm bei insgesamt 4,2 kg. Die internen Staubehälter aller Modelle fassen 420 Milliliter. Hinzu kommen noch Wassertanks mit 240 ml beim T10 und T10 Plus. Das Turbo-Modell besitzt allerdings keinen dedizierten Wassertank, da hier die Wischmops direkt von der Waschstation mit Frischwasser versorgt werden. Ansonsten liegt bei allen Saugern die Reinigungskraft bei 3000 Pascal und die Batteriekapazität bei 5200 mAh, sodass im bestmöglichen Fall die Reinigungszeit bei etwas mehr als 4 Stunden am Stück liegt. Im schlechtesten Fall, nämlich dann, wenn gesaugt und gewischt wird, bei ca. 2,5 Stunden. Dann wären auch noch die Stationen zu nennen, nämlich die Absaugstation beim Plus und die Waschstation beim Turbo-Modell. Die Station beim Plus-Modell wiegt 5,8 kg bei Abmessung von 36,5 x 36 x 35 cm. Die Station vom Turbo-Modell bringt stattliche 10,1 kg auf die Waage und ist mit 43 x 45 x 44 cm auch deutlich größer. Auf der Oberseite sitzt bei allen Modellen der federnd gelagerte Laserturm, der eure Räumlichkeiten mittels True Mapping 2.0 zentimetergenau einmessen kann. Alles Weitere spielt sich dann schon unter dem Deckel ab, der wie schon bei den X1-Modellen einfach abgenommen werden kann. Hier sitzt dann unter anderem der Staubehälter und der Haupt-Ein- und Ausschalter sowie ein Pairing-Button. In der Stoßstange sitzt dann Ivy 3.0, das ist die kamerabasierte Technologie, die dafür sorgt, dass zum einen Gegenstände auch zuverlässig erkannt werden und auch umfahren werden können. Auf der anderen Seite kann man mit dieser Kamera aber auch in die Wohnung schauen und unter anderem dann auch mit bestimmten Personen, falls man sie sehen könnte, interagieren. Unten gibt es wieder insgesamt 6 Absturzsensoren, 2 Seitenbürsten und die Hauptbürste mit Überfahrschutz. Im hinteren Bereich sitzt dann beim T10 und T10 Plus die vibrierende Osmo Pro 3.0 Wischplatte. Beim Turbo-Modell gibt es 2 rotierende Wischmops mit Durchmessern von jeweils 12,3 cm. Während beim T10 und T10 Plus die Wischplatte bis zu 600 Mal die Minute vibrieren und in 3 Stufen geregelt werden kann, drehen sich die Mops beim Turbo 180 Mal in der Minute und üben in einer Auf- und Abbewegung einen Druck von 6 Newton aus. Die Basisstationen sind schon recht ähnlich zu denen, wie man sie auch von der X1-Serie kennt. Von der Farbgebung etwas anders bietet die des Plus-Modells einen Staubsack mit einem Fassungsvermögen von rund 3,2 Litern. Beim Turbo gibt es das dann nicht, hier gibt es dafür aber einen Frisch- und Schmutzwassertank mit jeweils 4 Litern Kapazität. Des Weiteren sitzt im hinteren Bereich der Bodenplatte die Reinigungsstation der Wischmops, die nach einem erfolgreichen Reinigungsvorgang dort nicht nur gewaschen, sondern auch mit Heißluft getrocknet werden können.
Diese Wischmops werden übrigens nicht nur am Ende eurer kompletten Reinigung gesäubert, sondern auch zwischendurch, damit immer mit möglichst sauberen Tüchern die Böden befahren werden. In welchem Intervall das stattfinden soll, könnt ihr natürlich bequem in der App regeln. Die Einrichtung aller Modelle, egal ob T10, Plus oder auch Turbo, läuft wie gehabt. Ladet euch die kostenlose App für Android oder iOS herunter, wählt das gewünschte Modell aus, scannt den QR-Code, verbindet euch mit eurem WLAN und zack, seid ihr schon verbunden. Auch mit an Bord ist wieder Yiko, EcoWex eigener Sprachassistent, über den sich der Sauger mit dutzenden Befehlen steuern lassen kann. Natürlich geht aber auch das wieder mittels Google Assistant oder Amazons Alexa. Zu Beginn würde ich euch wieder eine Schnellkartografierung empfehlen, wodurch der Sauger eine erste Karte aller frei zugänglichen Räume erstellt. Detaillierte Karten werden dann im Anschluss an jeweilige Reinigungen hinterlegt. Heute möchte ich mich gar nicht so lange mit der EcoWex App beschäftigen, denn das, was man auch hier mit allen Saugern machen kann, ist nicht nur sehr einfach strukturiert, sondern je nach Sauger auch auf alle Modelle umlegbar. Zusammenfassend bedeutet es, ihr könnt über die Kartenverwaltung eure Wohnung respektive euer Haus in verschiedene Räume gliedern. Dies bedeutet wiederum auch, dass jeder Raum auch unterschiedlich gehandelt werden kann. Darf es auf Fliesen mal etwas mehr Wasser sein, auf Parkett etwas weniger und die Hundedecke soll stärker gesaugt werden? All das ist natürlich auch hier möglich. Ihr könnt einzelne Räume, das gesamte Haus oder auch nur bestimmte Zonen reinigen lassen. Die Saugkraft lässt sich bei allen Modellen in 4 Stufen regeln, die Wasserabgabemenge in 3 Stufen. Es gibt Reinigungssequenzen, über die man festlegen kann, welche Räume in welcher Reihenfolge gereinigt werden sollen. Es gibt eine Autosaugkraftverstärkung bei Teppichen und die Möglichkeit, Teppiche nicht zu befahren, sofern Wischmops oder auch Pads angelegt sind. Beim Turbo kann weiterhin festgelegt werden, nach wie vielen Minuten die Wischmops gereinigt, mit Frischwasser versorgt und anschließend weiter gereinigt werden soll. Auch hier kann bestimmt werden, wie lange die Mops mit heißer Luft trocken geföhnt werden sollen, um unangenehme Gerüche zu vermeiden. Über die 3 Punkte oben rechts kann man noch den Videomanager aktivieren, das, was ich euch eben schon gesagt habe, mit dem in die Wohnung schauen, der es euch auch ermöglicht, den Sauger auf Kontrollfahrten durch eure Räumlichkeiten zu schicken, dabei Fotos knipsen zu können und über den Roboter auch Sprachansagen durchführen zu lassen. Damit aber auch schon zur Reinigungsleistung und Hinderniserkennung. Beide Modelle sind hier komplett identisch aufgestellt und vertrauen auf die AIW 3.0 Technologie. Diese erkennt mittels Kamera herumliegende oder stehende Objekte und umfährt diese zu 80-90% wirklich gekonnt. Hin und wieder kann es aber auch mal Probleme geben, wenn die Objekte zu fein aufgebaut sind, wie bei Gitterstrukturen, beziehungsweise sehr hell sind, wie zum Beispiel bei hellen oder weißen Sockelleisten. Wird ein Objekt erkannt, so umfährt der Roboter diese großzügig. Im Vergleich mit der Technologie aus den X1 Modellen ist diese hier aber etwas schlechter. Bezüglich der Reinigungsleistung haben beide Roboter im Bereich des reinen Saugens ohne Wischen einen richtig guten Job gemacht. Je nachdem, welche Saugstufe man wählt, werden 95% aller herumliegenden Staubpartikel oder kleinere Gegenstände zuverlässig aufgesaugt. Beim T10 Plus besteht der Vorteil darin, dass nach einem erfolgreichen Saugvorgang der Staubbehälter automatisch geleert wird. Hier muss allerdings immer händisch der Wassertank mit Wasser befüllt werden. Beim T10 Turbo sieht es aber genau andersherum aus, da hier der Staubbehälter per Hand geleert werden muss, dafür aber die Wischmops stetig mit Frischwasser versorgt werden und Schmutzwasser abgesaugt wird. Wenn es dann um das reine Wischen geht, so ist die Wischleistung des T10 Turbo definitiv besser als die des T10 Plus, einfach aufgrund dessen, dass die Fasern des Wischmops des Turbo-Modells länger sind und somit besser Vertiefungen säubern können. Aber auch die Wischleistung des Plus-Modells ist dadurch nicht schlecht. Tendenziell würde ich sie aber so zwischen 20-25% hinter der des Turbo-Modells einordnen. Die Reinigungsdauer liegt bei beiden Modellen im kombinierten Saug- und Wischvorgang zwischen 1 Minute und 15 Sekunden bis 1 Minute und 30 Sekunden pro Quadratmeter. Im Fazit und abschließendem Vergleich der beiden EcoWex-Sauger sind beide Modelle wieder auf einem hervorragenden Niveau. Je nachdem, wie die Wohnsituation bei euch aussieht, würde ich entweder zu dem einen bzw. zu dem anderen Modell tendieren. Solltet ihr vornehmlich über glatte Oberflächen wie Fliesen, Parkett oder Laminat verfügen, so dürfte euch das T10 Plus Modell absolut ausreichen. Aufgrund dessen, dass die Wischplatte vollflächig auflegt und zuverlässig Schmutz lösen kann, ist das hier durchaus in Ordnung. Solltet ihr allerdings Böden besitzen, die möglicherweise größere Vertiefungen haben, wie zum Beispiel unsere schwarzen Schieferfliesen, so sind die längeren Fasern des Wischmops des Turbomodells definitiv von Vorteil und reinigen besser. Vorteil ist hier unter anderem auch noch, dass ihr nicht alle paar Quadratmeter den Wassertank erneut befüllen müsst, damit auch tatsächlich gewischt werden kann, sondern dies vollautomatisch durch die Waschstation passiert. Kleiner Nachteil hier, ihr müsst dafür den Staubbehälter per Hand leeren.
Die Navigationsleistung ist bei beiden Modellen wieder hervorragend, die reine Saugleistung ebenso und auch die Hinderniserkennung weiß mit den meisten herumliegenden Gegenständen umzugehen. Hier und da wurden leicht Objekte angefahren, wer dahingehend eine bessere Lösung sucht, wird aber auf jeden Fall bei den X1 Modellen fündig werden. Und damit bin ich auch schon am Ende mit meinem Testbericht und ausführlichen Vergleich zwischen dem EcoWex T10 Plus und auch dem EcoWex T10 Turbo und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like und auch Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!